Jede Zelle an jeder Stelle. Mit dem Lied auf, das war mal der Klingelton von meiner Schwester, also von meiner Schwester. Jedes Mal, wenn ich das Lied höre, denke ich daran. Jedes Mal, wenn ich Was war dieses denn Lied das? höre, Ich denke ich irgendwie. an deine Schwester. Ja, auf die Art. Ich weiß gar nicht, wo gehört dieses Lied hin? Das ist von irgendeiner Selbsthilfegruppe so. Müssen die das singen? So irgendein Seminar oder sowas. Nee, nee. Das ist was ganz anderes. Das ist irgendwas von den Scientologen. Ja, glaube ich nicht. Jetzt habe ich Angst vor dem, was ich gesungen habe. Doch. Scientologen, bei denen, die glauben, dass der das meiste Geld zahlt, der ist, hält die Radioaktivität aus. Ja. Die sind sowieso ein bisschen Meine wirr. beste Aber Antwort das ist darauf wild. ist Also das Fass will eigentlich, ich jetzt echt nicht aufmachen. ja. Die gehören in meinen Augen als terroristische und verfassungsfeindliche Organisation definitiv verboten. Das ist keine Kirche, das sind einfach Arschlöcher. Ich sag ja am besten, sie sollen es doch mal ausprobieren, ob sie Radioaktivität aushalten. In Fukushima hätten sie sicher Hilfe brauchen können. Sollen sie einfach mal testen. Ja, genau. Mal gucken, wer vorher am meisten Und zahlt. übrigens ist Scientology oder seine Mitgliedschaft bei Scientology schuld in Anführungszeichen daran, dass ich persönlich keine Filme gucke und mögen sie noch so gut sein mit Tom Cruise oder John Travolta. Was mir in der Seele so ein bisschen wehtut, bevor ich es wusste, habe ich halt zum Beispiel Pulp Fiction wirklich gefeiert. Geiler Film. Aber seitdem ich weiß, dass John Travolta Scientologe ist, gucke ich mir ihn nicht noch ein zweites Mal an. Ich muss aber auch sagen, Doc ich packt mag, aus. Neues wie heißt Format. der Mission, Mr. Mission Impossible, wie heißt der? Du hast eh gerade Tom den Namen. Cruise. Tom Cruise, ich finde den Typen nicht in Ordnung. Ich mag den generell nicht. Und hab vorher, muss ich auch sagen, so Mission Impossible, ich hab die Filme, ich mag die nicht. Nee, Ich mag die Filme also einfach ich nicht, die muss sagen, sind hier scheiße. der erste Film, mit dem er ja auch bekannt geworden ist, hier Top Gun, das ist ja nun in grauer Steinzeit gewesen. Mit meiner ersten festen Freundin da im Kino gewesen. Sie wollte den Film unbedingt sehen, weil Tom Cruise ja so süß ist. So, was? Und Na hast du die gut, okay. gelassen? Ja, gut, okay. Wir sind dann ins Kino gegangen, aber vom Film hat sie nicht viel gesehen. Immer nur dein Gesicht, oder wie? Wir hatten anderes zu tun. Lassen wir es einfach dabei. Das ist nicht jugendfrei. Der Brummelbär. Ja, dort macht Und wie wieder den sah sie? Brummel Aber das mehr. Kino war voll besetzt. Und alle hatten ihren Spaß. Und keiner hat den Film geguckt. Okay, wie gesagt, mehr Informationen wollen wir jetzt wirklich nicht. Das ist jetzt echt so privat. Nein, also die haben nicht uns zugeguckt. Also nicht, dass da jetzt so ein falscher Eindruck entsteht oder Ach so, ne? so. Nee, nee, nee. Aber die waren alle mit ähnlichen Dingen beschäftigt, genau wie wir. Hat alle der Ja, Film der nicht kleine sonderlich Brummelbär. interessiert. Geht das wieder los? Ja. So, was habe ich jetzt hier für ein Problem? Sind meine Dorfbewohner hier ausgestorben jetzt? Haben sie sich. Nee, da leben noch welche. Gut, 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 Ja, gut, gut, Mensch, gut. solange noch Meist ein, zwei Bäume leben, wunderprüft ist worden. eigentlich alles bündig. Muss ich warten, Ja. bis das Glas fertig ist? Mein Gott, das dauert jetzt wieder. Ja, aber hier ist ein richtig schönes Dorf. Ja, das ist ein schönes Dorf. Das ist ein schönes Dorf. Sehen meine Zuschauer dann in meiner nächsten Aufnahme. Mai, ist das ein schönes Dorf. Mai, bist du ein braves Dorf. Ja, so. Aber, Was ach, haltet ihr eigentlich Menschenskinder. von Starbound? Was? Von Starbound? Was ist das? Das ist jetzt Kann so man ein das neues essen? Indie-Spiel. So Ach, eine das? Mischung aus Minecraft und Terraria. Ja. Nur viel komplexer und so quasi eigentlich mehr. Du bist also ein Astronaut von irgendeiner Rasse, die halt wirklich schon hochtechnologisiert ist, Weltraumreisen. Und du hast eine Panne auf gut Deutsch und musst halt jetzt auf einem Planeten landen, um da Ich Rohstoffe habe zu hier sammeln. gerade was ganz Seltsames Und es entdeckt. geht halt so los, eben wie Minecraft und Terraria, also mit Schwert bauen, aber später kannst du halt dann auch Schusswaffen, Laserwaffen und alles Mögliche bauen. Und das ist halt. Macht Gronkh gerade ein Okay. Let's Play mit Tobinator, das schaue ich mir fast jeden Tag an, weil ich es echt cool finde. Ah, Und ich überlege jetzt eigentlich schon, dass ich mir das Spiel kaufe, ich weil. hab's im Steam Sale habe ich das Ding gesehen, glaube ich, im Angebot. Da muss ich jetzt mal gucken gleich. Wenn das wirklich im Angebot ist, dann schlage ich zu. Also, ich habe hier was ganz, ganz Seltsames. Ich habe hier in der Wüste, Anfang der Wüste, ja, da steht hier ein Podest. Also das sind 3x3 Felder.
Ja. Und da steht drumrum, also an den mittleren jeweils, an den vier mittleren Kanten, was weiß ich, da sind jeweils Treppen gebaut. So, Das ist ein ist. Tempel wahrscheinlich. Ja, aber da ist wirklich nur dieses Podest. Ja, wahrscheinlich ist der im Sand versunken. Ja. Nee, Der der wurde nur ist halb gespawnt wahrscheinlich oder direkt so. da drunter. Ja, dann buddel den aus. Ja. Das ist, nee, ich vermute mal, dass das so ein riesiger Dungeon ist. Das habe ich auf einem anderen Server, hatte ich das mal. Und zwar so gefängnismäßig ist das Ding Oh. aufgebaut. Also Was? dieses, meinst du jetzt dieses End oder welches? Nee, 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 Der nee, nee. Dungeon. Bin Held, ey. Also ich bin noch. Also das ist ein riesengroßes Ding, ist Hilfe! das auf alle Fälle. Gut, ich muss gerade Feuerwehr spielen. Über 70.000 Etagen und so weiter, aber ich habe keine Leitern dabei und so weiter, aber ich habe mir das mal markiert. Also dieses einzige Ding, was so nach Gefängnis aussieht, ist eigentlich dieses, wie heißt das? Ja, mit jede Menge Eisentoren da Ja, drin und genau, das ist eigentlich so. dieses Ding, wo irgendwo dann der Endspawner ist. Das kann durchaus sein, das habe ich so sehr erforscht, habe ich das nicht. War Die dann Dinger froh, habe dass ich bis ich. jetzt auch noch nie so mit, wie man die eigentlich suchen soll, so mit Knochenmehl. Nee, warte, mit Enderaugen. Genau, Enderaugen, genau. Enderperle. So habe ich die noch nie gefunden, wenn ich im Survival war. Ich habe die nur einmal gefunden. Da waren die genau unter meinem Haus und da ich, weiß ich nicht, 100 Stunden gespielt habe. Und auf einmal buddel ich da so, ja komm, baust du dir einen Keller, machst du vom Keller aus eine Mine, ich buddel mich runter und war genau über diesen Endspawner. Ah, okay. Da bin ich Ja, ich quasi hab's mal fast im in den Sub. End reingefallen. Ja, den musst du erst anzünden vorher. Ja, genau. Deshalb war ich auch nicht drin. Ja, ich hab's so Aber gemacht, das war komisch. ich hab mal extra den Modus geändert, nur damit ich das mal ausprobieren kann, weil ich den Drachen töten wollte. Ja, im Creative war ich da auch schon ein paar Aber Mal drin. Creative hat mir halt dann einfach diese Dinge hergeholt und bin natürlich dann hingeflogen. Und dann habe ich halt einfach mal den Drachen besiegt, aber dann wieder im Survival einfach nur zum Ausprobieren. Aber um halt das Outro zu sehen, aber hat mich nicht so geflasht. Outro ist nicht so schön, ja. Nee, das ist. Ja, dann ist es ja auch zu End. Oh, Ah. ein toller Wortwitz, ey. Oh, Doc, du brauchst auf alle Fälle was zu essen, du bist unterzuckert. Solche Sprüche kommen. Oder ich bin doch irgendwie die Kopie von Sarazar oder sowas. Oder der Bruder, keine Ahnung. Ja. Papa, ich glaube, wir müssen reden. Ja, ganz ehrlich, so einen Bruder hätte ich gerne. Ja, Sarazar ist cool. Ist cool drauf. Ich weiß nicht, ist bei denen eigentlich, wie, heute, wo wir das hier spielen und aufnehmen, ist ja Sonntag. Letzte Woche Sonntag, also heute ist der vierte Advent, wo wir es aufnehmen. Am dritten Advent haben ja Sarazar und Gronkh auch so einen Adventsstream gemacht oder so, ne? Habe ich nicht mitgekriegt. Hast du nicht mitgekriegt? Kann ich dir echt nur empfehlen, dir das Ding anzugucken. Ist echt Ich ein sehr, sehr cooler Stream. hab's mir ja kurz reingeschaut, das war ja irgendwie mit diesem Kafka. Ja, genau. Markus Kafka, der war aber nur am Anfang dabei, so die erste, boah, sag ich mal, Viertelstunde. Der war aber, glaube ich, der Moderator, weil der war von dem Gamester, da war ja dann Maxi und Bina und so. Da waren Ja. die auch wieder dabei. Ich glaube, das war von irgendwem ist das als Ach, Markus, der hat Projekt. einfach nur Langeweile gehabt. Aber ich glaube, das war generell irgendwo geplant von dem Fernsehsender oder so, Das kann das sein. Projekt. Und ich muss echt sagen, die Qualität war sehr grottig. Also auch bei Gronkh Ja. und Sarazar, das war vom Sound her und allem Ja, naja, er hat es ganz echt als wahrscheinlich ihr von seinem Livestream Laptop um. aus aufgenommen oder so. Ja, so ungefähr. Also das war echt nicht schön. Und mit der Laptop-Kamera. Ja, der Mann ist eigentlich, das ist ja ein Fernsehmann, ne? Der ist ja von, weiß ich, MTV und Viva. Viva Genau. 2 oder. Nee, erst hat er Viva und danach war er bei MTV. Und jetzt ist er bei ZDF Kultur. Gucke ich mir auch immer ganz gerne an, seine Sendungen, die er da macht, weil er halt immer so Stars meiner Jugend besucht. Also Beispiel, oder was heißt meiner Jugend? Dinosaurier und so. Nein. Nein. Kuchen, das hat echt wieder eine Trolllaune, Beispielsweise, was hat er? Joe Cocker und bei den Saurus Stones und Rex. mit Metallica hat er Interviews gemacht und so. Und das kann man sich halt da alles auf ZDF Kultur angucken. Und naja, der hatte wohl jetzt über Weihnachten Langeweile und dann hat er wohl mal hier Gedöns gemacht. Ich glaube, das ist schon ein bisschen größer organisiert worden, weil
Gronkh und Sarah, ich spreche aus eigener Erfahrung, versuche ja die jetzt wirklich schon lange, jetzt Sarah, sag mal, zum Interview zu kriegen. Du kommst nicht durch. Ich habe es jetzt sogar schon über Studio 71 versucht. Also das ist Ich echt. glaube eher, dass Ja. es andersrum war. Die haben also sowohl Maxi als auch Gronkh und Sarraza haben einfach mal gesagt, wir machen einen Livestream und wer von den bekannteren Moderatoren, Fernsehleuten hat denn mal Zeit, da mitzumachen? Nee, das war wirklich so, da war jeden Tag war irgendwer in diesen, bei jedem Tag war das woanders. Also das war wirklich so an, also auch heute ist wieder so ein Livestream, halt wahrscheinlich von nicht jemanden, von dem wir es jetzt nicht mitbekommen haben, aber das, ich habe so mitbekommen, dass wirklich jeden Tag so ein Livestream ist mit Kafka. Ja, naja, die wollen den wohl irgendwie mal wieder ins Gespräch bringen. Keine Ahnung. Vom ZDF aus, denke ich mal, dass das von denen auskommt. Ja, obwohl ZDF mag ja uns Gamer eigentlich jetzt nicht so. Doch, das ZDF. Oh, naja, also, Ja. naja. So Also an ich meine, Frontal denkst und. Liv Lloyd war auch schon beim ZDF, ne? Ja, weil sie langsam merken, dass es vielleicht die falsche Richtung ist, in die sie rudern, aber das waren eigentlich die, genauso wie ARD, die eigentlich am meisten am Anfang gegen die Spieleszene gewettert Ja, haben. meisten ist ja eigentlich RTL, ne? Na, die haben sie ja nur angeschlossen, weil ganz ehrlich, diese richtigen Killerspielvorwürfe kommen eigentlich wirklich von Nee, die ARD und ZDF. Killerspielvorwürfe kommen von Herrn Pfeiffer, Biedermeier. von Christian Pfeiffer, dem damaligen oder ehemaligen Innenminister von Niedersachsen, wo ich mich echt für schäme, dass ich aus dem gleichen Land komme wie dieser Idiot. Das, Haha, jetzt wissen alle, wo Doc herkommt. ja, das wissen sie doch schon eh, also Manu. länger. Die wissen doch, dass ich im Vorharz wohne. Noch nicht mal richtig drin im Harz. Haha. Muss doch kleben. Hä? Ja, im Harz klebst du, Baumharz. Oh Der Mann. kam hart. Nein, und das hat auch nichts mit Hartz IV zu tun. Nein? Oh. Nein. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Nein, das wird auch ganz anders geschrieben. Nein. Hartz Was haben IV Sie denn wird mit immer? TZ geschrieben und der Harz, das Mittelgebirge, wird ohne T geschrieben. Auch eine Menge Türen. Ich So. habe ganz vergessen, da einen Eingang zu bauen, hey. Das ist auch gut. So. Aber Freunde, also ich bin jetzt erstmal raus hier. Ich habe nämlich jetzt momentan gerade keine Lust mehr. Oh. Ja, und sowas sagt er in der Aufnahme. Ja, ich habe jetzt echt keine Lust mehr, ihr blödes Minecraft-Scheißspiel das. Nein, ich mache natürlich noch weiter hier, aber ich werde jetzt erstmal. Es ist Nacht. Wieso habe ich jetzt so viele Türen gekauft? Ich brauche ja gar nicht so viele. Verdammt. Ich brauche ganz viele Türen. Ich habe zu viele Türen gekauft. Wofür brauche ich die? Ja, ich habe jetzt zwei Türen zu viel gemacht. Scheiße. Naja, ich bin jetzt Ja. erstmal Zombies abschießen. Einen kleinen Moment. Ja, also ich habe Zombies mich jetzt erstmal noch abschießen. schnell ins Bett gelegt hier, Ja, leg wenn ihr mich auch noch das dann schnell ins auch noch Bett. mal schnell machen würdet. Ja, Opa. Ich stehe genau neben dem Bett, aber das ist ein Skelett. Leg dich ins Bett, Guten. Skelett legt sie zu dir, könnt ihr kuscheln. Los, mach Bubu. So, und ich Schlapp, würde dann schlapp, schlapp. sagen, bei mir reicht's für heute. Ich habe jetzt vier oder fünf Parts und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao, Ciao. ciao.